Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist soweit. Myst Survival, das neue große Update. Early Access Alpha Version 032. Es ist raus. Endlich. Das Update. 3,9 GB ungefähr war es groß. Also, das verspricht doch einiges, oder? Ich möchte gar nicht lange drum rumreden. Ich möchte einfach mal... Ja, New Game, weil Continue. Der alte Speicherstand ist natürlich... Über den Jordan, am Ende des Ganges, weg damit. New Game. Ich rede gar nicht lange drum rum. Ich mache eine kleine Expeditionsfolge. Ich gucke mir die Welt mal ein bisschen an, mit großen, großen, leuchtenden Augen. Und hoffe, dass ich nicht sofort sterben werde. Ich weiß gar nicht. Großes Fragezeichen. Was erwartet uns? Und deswegen starte ich. Bin ganz nervös, bin ganz aufgeregt, ganz feuchte Finger. Deshalb klicke ich jetzt auf New Game und sage viel Spaß mit Myst Survival, das große Comeback, mit dem großen Update, einer großen neuen Karte, Fragezeichen, neuen Gegnern, Fragezeichen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, absolut. Oh Mann. Aufgeregt, aufgeregt. Das hat lang gedauert, das hat lang gedauert, aber wie gesagt, ein Mann-Projekt, das ist natürlich, das dauert, ne? Aha, komm, Ladebildschirm, spann mich nicht so auf die Folter. Alter Schwede. Na, es kommt, es kommt. Oh Gott. Ich bin ganz schön aufgeregt, meine Güte. War aber auch immer... Es war aber auch furchtbar, die Zeit. Man wusste, es kommt ein großes Update. Aber nicht genau wann. Weil so ungefähr konnte man natürlich, ne? Aber jetzt ist es soweit. Jetzt geht's weiter. Der Kampf im Nebel. Die Schutzheilige Carmen Nebel wird uns wieder treu zur Seite stehen. So hoffe ich. Ach komm. Bitte, liebe Carmen, mach, dass dieser Balken da schnell... Na gut, ist Echtzeit, ne? Ich lasse es. Wenn ich leiden muss, müsst ihr es auch. Deswegen lasse ich das jetzt hier einfach so drin. Ich lasse. Na gut, ihr habt den Vorteil, ihr könnt einfach vorspulen. Ich jetzt nicht. Mann. Alter. Lad, lad. Oh Gott, was lädt da alles? Das muss ja. Oh Gott. Es tut sich was, es tut sich was. Oh, jetzt war flott. Na komm, komm, komm. Put, 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 put. Alter! Komm schon! Oh, der Nebel. Er kommt noch vorher. Bevor wir jetzt ins Spiel starten können, holt uns der Nebel. Ah, er lädt. Also man merkt es. Also ich glaube, es wird großartig sein. Es wird bestimmt großartig sein. Ich freue mich auf die Expedition. Und da sind wir. Ah, New Game. Und? Die Zahnräder drehen sich. Die Einleitung. Das ist so geblieben. Glaube ich. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Da sehe ich schon ein anderes Tier. Da. Oh, Alter. Da hinten. Alter. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, hier wieder zu. Alter. Okay. Was haben wir denn da? Eine Feder direkt am Anfang. Eine Basis. Eine Säge. Ein Rucksack. Den nehmen wir uns direkt mit. Open. So, ein bisschen. Früchte, eine Cola und Streichhölzer. Nehmen wir uns alles mit. Komm, die Säge nehmen wir uns auch mal mit. So. Was haben wir denn da? Ach so, das war die Feder. Ja gut, aber ich erkunde erst einmal ein bisschen. Leck mich am Arsch. Mal kurz die Steuerung angucken. Also das ist wieder das Menü, ne? Okay. Also mal kurz, ob hier irgendwas anders ist als sonst.
Einfach mal gucken, ob wir ein Schild, Alter. Okay, das lässt aber nichts Gutes heißen. Wenn man jetzt hier schon Schilder bauen kann, dann heißt das, dann werden wir die auch brauchen. Dann werden wir die auch brauchen, garantiert. Leck mich am Arsch. Okay, hier ist noch alles gleich. Oh, eine etwas größere Hütte kann man jetzt schon direkt... Meine Güte. Neue Hütten. Was denn Dütte für eine Hütte? Und Möbel. Einfach, wir gucken erstmal hier ein bisschen rum. Und dann gehe ich gleich. Das war, glaube ich, vorher schon. Ein paar Stühle. Ah, guck mal. Zum Anbauen. Geil, Alter. Ich fasse es nicht. Aber wir erkunden erst einmal. So, wo gehe ich zuerst hin? Ah, Carmen. Ich möchte überall hin. So. So, bitte kein Nebel bei der Erkundung. Okay. Hier ist irgendeine Station. Benzin und eine Zündkerze. Wir nehmen es mal direkt mit. Was soll der Geiz? Einfach nur so, weil wir es können. Wo geht's denn hier hin? Ah, guck mal da, ein Auto. Okay. Schrott, natürlich. Aber da war, da ist wie immer nichts drin. In den Wagen, die wir hier selbst reparieren können. Ich geh mal da hinten hin. Wir erkunden. Boah, ist das geil, wieder hier zu sein. Es ist so geil, wieder zurück zu sein. Und das Spiel ist so mega. Ah, mal ein bisschen auffüllen. Die oh, und die Tiere da hinten. Das gibt so viel Hoffnung. Oh, Alter, wie geil. Hirsche. Mega. Jetzt können wir richtig jagen. Wir werden noch jagen müssen. Also mit Pfeil und Bogen wahrscheinlich. Um zu überleben. Alter Schwede. Eine Hütte. Können wir uns da einnisten? Können wir, ne? Ich sehe da schon irgendwie sowas. Ich glaube, da können wir eine Basis erstmal errichten. Die sollten wir vielleicht erst einmal nehmen. Was haben wir denn hier schon? Weil wir einfach nicht wissen. Haben wir eine Taschenlampe? Ah, haben wir. Mit L. Nichts drin? Alter! Du wirst doch uns hier nicht... Was ist denn das? Revolver! Okay, fängt schon gut an. Munition haben wir schon mal. Lampe aus. Nichts drin. Revolver-Munition, okay. Basis. Wir machen es mal. Unsers. Unsers. Oh Gott. Hä? Oh, Benzin haben wir. Okay. Gut. Weiter geht's. Expedition nur. Hier und da ein bisschen mitnehmen. Einfach nur so zum Testen. Boah, ist das cool. Ist das cool, Alter. Die Gegend jetzt. Boah, es macht so Spaß. Allein hier rumzulaufen. Und das alles zu erkunden. Der hat wieder ein Meisterwerk weiterhin geschaffen. Hat er ja schon vorher. Mit der Idee des Spiels. Ich habe ein bisschen Angst vor den Banditen, ehrlich gesagt. Vor der Stärke. Und ein bisschen Angst. Apropos Banditen. Ich glaube, da sind welche, oder? Ich glaube, da hinten sehe ich. Oder sind das Tonnen? Ah, wie geil, Alter. Wie das ausschaut, da hier. Oh, ein Koffer, oder? Ne, doch nicht. Muss ein bisschen aufpassen gerade. Da sind welche. Scheiße. Das kann ich im Augenblick nicht gutheißen, weil ich kann mich nicht wehren. Okay, das erste Banditencamp ist da. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. La 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 la. Ein Highway. Sehr, sehr cool. Oh nein, es wird neblig, oder? Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht nebelig werden. Das wäre keine gute Idee. Boah, Alter. Ich feier das voll.
Hier ist überall irgendwas. Der hat sich richtig Mühe. Oh, Alter, richtig Mühe gegeben. Aber wie das ausschaut. Mann. Was ist das denn? Kann man bestimmt abbauen. Da kriegt man bestimmt Stein. Hallo? Morgen. Ah. Streichhölzer. Sehr gut. Kann man die auch stecken? Nee, das geht leider nicht. Aber Dosenfrucht ist immer gut. Bisschen Nahrung für unsere Expedition, ne? Boah, ist das Hammer. Ist das Hammer. Das ist ja echt, das ist Wahnsinn. Sorry, jetzt ist nicht viel, weil ich hier... Ich bin jetzt so begeistert, aber ich sehe gerade nicht viel, aber ich... Ist einfach, das Gefühl ist einfach mega. Und alles Schrott zum Abbauen. Alles Schrott zum Abbauen. Ein Schulbus sehe ich da hinten, okay? Huch! Batterien! Das war neu. Die kann man nicht stacken, okay? Batterien? Für Taschenlampe oder was? Das ist aber neu. Okay, es gibt Batterien. Alles klar. Was war hier noch? Nee, nix. Okay. Es gibt Batterien. Das ist interessant. Und immer ein bisschen Benzin dabei. Und eine Cola. So. Da ist wieder irgendeine Behausung. Also von den Gegnern habe ich ein bisschen Schiss gerade, ein bisschen Respekt, weil ich nicht weiß, wie sind die drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn die ein bisschen, wenn die die NPCs hier auch ein bisschen, die Kumpel, wenn es hier richtig freundliche Siedler gäbe, das wäre noch geiler. So freundliche Camps, das wäre cool. Wo man dann so mit handeln könnte oder so. Das lassen wir mal stehen, bin eh voll. Schulbusse, Alter. Schulbusse, wie geil. Oh, eine Militärstation heißt immer Banditen, oder? Boah, Alter, ich feier das voll. Kann man hier rein? Nee, okay. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Wie geil das ausschaut. Ich weiß, ich muss mich ein bisschen bremsen mit meiner Euphorie. Da hinten ist bestimmt eine Basis, ne? Da können wir bestimmt eine Basis errichten. Oh nein! Nein! Da, ich wusste es doch! Nein. Banditos! Huch! Okay. Das Spiel ist noch absolut bugfrei. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich glaube, das soll nicht so sein. Okay, das sind viele, glaube ich. Okay, wir haben die ersten Banditen, also schon zwei Camps gefunden. Das kann ich nicht gutheißen, ehrlich gesagt. Jetzt im Augenblick. So, möchten wir hier eine Basis errichten, direkt in der Nähe der Banditen? Ich glaube nicht. Ich halte das für keine gute Idee. In der Nachbarschaft. Obwohl die Hütte sehr schön ausschaut. Das ist, glaube ich, die Basis doch von damals noch, ne? Die alle genommen haben. Ich zieh trotzdem ein. Komm, was soll der Geiz? So, bitteschön. Zack. Mein Haus. Mein Haus. Und es wächst Gras in der Bude. Haben immer schon mal ein Haus, wo wir uns verstecken können, notfalls. Aber es haben kein Bett drin. Das ist schade. Das müssen wir uns erst bauen. Aber vielleicht können wir uns hier... Oh, gibt's eine Tür? Es gibt keine Tür, schade. Scheiße. Das heißt, wir sind nicht sicher vor irgendwas. Ich höre hier irgendwas. Ah, die Garage ist neu. Das ist diese Autogarage, genau. Diese Werkstattgarage. Die hat er hier reingesetzt, okay. Okay, da war mein Militärcamp. Das lassen wir jetzt mal links liegen. Rechts liegen. So, weitere Expeditionen. Gibt es irgendwo eine Karte oder so? Nee, ne? Gibt es irgendwo eine Karte? Das wäre auch interessant. Leider scheinbar nicht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, scheint eine große Karte zu sein. Da hat er auch genügend Zeit, das alles. Huh? Okay. Ein Brunnen für Wasser. Können wir uns jetzt hier. Nee, scheinbar nicht. Schade. Ist auch nicht schlecht. Da bräuchten wir nicht. Da hätten wir schon mal eine sichere Wasserquelle. Kuckuck. Da ist die Station, da ist die Straße und da ist wieder irgendwas. Und immer mit Sorge langsam ranpirschen, weil hier kann jederzeit was sein. Was ist denn das? Scheinbar nichts. Oh, guck mal da, eine Cola. Steht da zufällig rum? Steht hier zufällig rum? Beefcam. Okay. Wie sieht's aus? Wie sieht es aus? Moment. Hunger und Durst haben wir nicht. Wir können auch weitermachen. Wir haben noch genug. Hier ist noch ein normaler Weg. Ein bisschen Wanderung. Weg von den Banditos. Ins nächste Camp. Nein, da sind schon wieder welche. Scheiße. Es sind eine Menge Banditen hier. Hier gibt es eine Menge Banditen. Das kann ich nicht gutheißen. Wir müssen uns auf jeden Fall ordentlich ausrüsten. Und absolut auf der Hut sein. Alter, ein Aussichtspunkt hier. Was ist das denn? So was als Basis wäre auch nicht schlecht. Das wäre schon schön umrandet. Mit dem Zaun. Das wäre auch nicht schlecht. Vorsicht, kein Bein brechen bitte. Eine offene Tür. Wasser. Ist das Wasser? Oder? Was? 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 Nein! Ich bin tot! Ja, das Spiel ist bugfrei. Schwimme da auf das Licht zu. Gehe auf das Licht zu. Ich bin tot. Leck mich am Arsch. Okay, continue. Wie kann man hier irgendwie. Suizide? Soll ich mich mal um. Ich bring mich mal selbst um. Okay, das Spiel ist noch bugfrei. Doch, wo bin ich jetzt? Ja, ich habe alles verloren, ich weiß. Wir testen ja erst noch. Okay, Vorsicht, Leute. Also hier gibt es noch ein paar Punkte, die sind nicht ganz ungefährlich. Oh, mein. Ich habe eine Verletzung davon getragen. Das ist nicht ganz so schön. Jetzt bin ich langsamer unterwegs. Ja, toll. Ja, super. Ast rein. Naja, es sollte relativ flott gehen. Hoffe ich doch mal. Die Anzeige geht ja schon. Es sind überall Häuser hier auf jeden Fall. Dann gehen wir mal ein bisschen langsamer hier und lassen das mal einfach auf uns wirken. Einfach auf uns wirken lassen. Und uns freuen, dass Mist Survival wieder zurück ist. Ach, guck mal damit. Mit See drumherum. Geil, Alter. Ich bin so glücklich, dass es wieder da ist. Dass man jetzt hier echt. Hammer. Das Haus am See. Okay, also Vorsicht, das Spiel hat noch ein paar. Oh nein. Oder? Nebel? Nein. Das Wasser, glaube ich. Ah, die Kollegen sind auch da. Die Kollegen sind auch da. Morgen! So. Machen wir einen kleinen langsamen Spaziergang. Wir müssen ja nicht hier rumrasten.
einfach mal hier ein bisschen langsam durch den Wald spazieren. Das ist auch ganz gut. Alter, wie groß muss das sein hier? Ich glaube, das ist riesig. Der ist ja komplett umgestellt, ne? Der ist komplett umgestellt. Und auch da sind Bewohner drin, oder? Natürlich. 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 So, wir gehen nochmal dahin. Da ist noch ein Camp. Ein Wohnwagencamp. Ein Scheißhaus. Und ein Rucksack. Juhu! Geil. Wir haben einen Rucksack gefunden. Halleluja. Und Cola. Wie sieht es denn aus mit Trinken? Haben wir noch. Brauchen wir noch nicht. Okay. Ich nehme sie trotzdem mit. Nur weil wir es können. Wir haben jetzt einen Rucksack gefunden. Da hinten ist noch ein Auto. Eigentlich gar nicht so schlecht, dass man jetzt wieder ein bisschen langsamer gehen muss. Dann kann man es echt auf sich wirken lassen. Hammergeil. Wie gesagt, Update ungefähr 3,9 GB. Mit einer guten 50.000er Leitung relativ zügig zu machen. Und was ist das hier? Ich hoffe nur, dass es hier nicht irgendwie ein Bär kommt, weil ich kann nicht laufen gerade. Ich kann gerade nicht laufen. Ja, guck mal. Ein Motor fürs Auto. Guck mal. Eine Motore fürs Auto. Oh, ups. Ob man die auch kaputt machen kann? Kuckuck. Und unser Fuß ist gleich wieder heile. Das ist gut. So, wir können wieder laufen. Hurra! Geil, der Blick. Oh, geil, Alter. Ich meine, es ist keine super Top-Grafik, aber es ist trotzdem wunderschön. Ganz ehrlich. Ah, ich feier. Das Gefühl, hier wieder rumzulaufen, es ist wieder zurück. Ah, klasse. Great. It's a great place to live. So. Ja, ein bisschen vorsichtig. Hier kann alles und Unglaubliches lauern. Eine vielfältige Welt erhält. Okay. Baumfällercamp. Und ein anderes Auto. Ein rotes Auto. Das gibt's auch wieder. Cool. Das ist gut. Da kann man wieder schön Schränke draufbauen zum zum Transporte. Eine Schmiede. Ach, guck mal. Eine Schmiede. Geil. Aber es ist keine Basis, oder? Morgen. Okay. Wir erkunden erst. Wir erkunden erst. Okay, es gibt also auch eine offene Schmiede ohne Banditen. Da kommen wir nicht hoch, oder? Da werden wir nicht hochkommen, oder? Doch, mit Springen schon. Na, komm. Perfekt. Was ist das denn ja? Was ist das denn für ein großes Haus? Alter. Was kommt denn hier alles? Okay. Gute Idee. Gute Idee, da reinzugehen. Okay, die sind also jetzt auch in so einem Gelände drin. Nebel, lass dir noch Zeit. Ich erkunde erst noch. Und es ist mega geil. Mega. Leute, da ladet euch das Update. Und wer das Spiel noch nicht hat, kauft euch das Spiel, unterstützt den Entwickler. Das Spiel ist nicht so teuer. Ich glaube 8,99, ne? Oder so. Und dafür kriegt ihr ein so mega geiles Survival-Game.
Auf meinem Kanal findet ihr noch andere Let's Plays vom Mist Survival mit der alten Karte noch. Und ihr werdet feststellen, das Spiel ist mega. Ich bin zwar nicht der beste Survival-Typ. Ah, guck mal. Ah, okay. Da geht's irgendwann weiter, vielleicht. Haben wir schon das eine Ende erreicht der Karte. So scheint's mir. Und die Natur hat sich alles zurückerobert. Wenn irgendwas passiert, irgendwelche Katastrophen auf der Welt, Atombombe etc., die Natur holt sich alles zurück. Das ist halt bewiesen. Man braucht nur Tschernobyl anzugucken. Und das ist einfach realistisch hier mit der, dass das Grün auf den Straßen zurück erscheint. So, es ist der Highway. Ich denke mal, dass der Mittelpunkt ist. Also hier, der geht wahrscheinlich durch die ganze Karte, oder? So, ein Geschäft. Gehen wir shoppen. Gehen wir einkaufen. Ein bisschen dunkel, ne? Ein bisschen dunkel. Aber im Dunkeln ist ja gut munkeln. So, normalerweise sind da oben immer irgendwelche Typen Monster gewesen. Ich hoffe jetzt nicht. Ah, guck mal. Munition. Munition. Eine Cola. Nähzeug. Das lassen wir mal liegen. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Aber haben wir kein Glück. Okay. Interact. Neue Arten von Häusern, ne? Interessant. Ah, guck mal. Wir werden verwöhnt. Wir werden verwöhnt. Boah, ist so geil mit dem Highway hier. So, da sind bestimmt irgendwelche Viecher drin. Bestimmt. Nö. Okay. Aber es gibt doch keine Tür zum Verstecken. Es gibt doch kein... Okay, Komponenten. Ein Brettchen. Noch ein Brett. Da haben wir noch einen Schrank. Frank, der Schrank. Jo, dann gehen wir mal weiter. Gut zu wissen, was hier so alles ist. Ein Automobil. Mit ein bisschen Benzin. Was ist das denn? Handschuhe, Alter. Okay. Wir haben Handschuhe. Okay, das ist neu. Das ist neu. Warte, Moment, nochmal. Ja, die Steuerung muss nochmal ein bisschen rein. Da, Glove. Alles klar, wir haben Handschuhe. Es gibt also auch neue Anziehsachen. Da, hier ist überall was zu entdecken. Hier kannst du überall hingehen, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Überall ist hier irgendwas. Ein Stoppschild. Wir machen natürlich keinen Stopp. Noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen erkunden, bevor es dunkel wird. Da kommt eine Tankstelle. Da ist noch ein Camp. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, verlassen scheinbar. Okay, es ist verlassen. Es ist verlassen. Aber wer weiß, ob das so bleibt. Wer weiß, ob das so bleibt. Okay. Gehen wir mal zur Tankstelle. Und das ist eigentlich immer so ein Ort, wo Banditen sein könnten. Noch mehr Munition, aber noch keine Waffe. Und ein Verband, cool. Ist da einer? Hello? Ich bin Freund. Manchmal. Noch mehr Munition, Alter. Wir kriegen hier, wir werden verwöhnt mit Munition. Drei verschiedene Arten. Mal kurz gucken. Also, wir haben die Riffle. Wir haben 9mm.
Wir haben Revolver und wir haben 7,62. Geil. Es gibt eine Menge. Es gibt also auch jetzt einen Revolver. Eine weitere Waffe. Tankstelle. Geil gemacht, Alter. Super. Und richtig schön gestaltet hier. Ja. Etwas zum Erkunden. Ein bisschen Schmöker für zwischendurch. Ja, wir brauchen noch Orte, wo wir uns verstecken können, wenn der Nebel kommt. Das ist nämlich keine gute Idee. Ah. Duct Tape. Uhuhu. Okay. Eine Werkbank. Eine Werkbank, das ist gut. Können wir hier irgendwas Neues bauen? Mal eben kurz schauen. Nur mal so fürs Let's Play hier mal gucken, ob wir hier irgendwas Neues machen können. Lockpick. Das ist, glaube ich, alles der Bogen. Okay, Kleidung. Licht. Und das Schild hier, ne? Alter. Okay, cool. Also, nicht schlecht. Und dann gibt es noch Level 1 Update. Da brauchen wir ein bisschen was, okay. Interessant. Wir erkunden weiter. Ein Motel. Ja, da haben wir ja. Das war ja vorher mit irgendwelchen Stammgästen besetzt. Das wird wahrscheinlich weiterhin so sein. Aber schön hier. Ein schönes Motel. Ein idealer Ort zum Wohnen. Oder sterben. Oder. Geil, mit den ganzen. Oh nein, man kann überall rein. In jede Tür. Okay, noch nicht ganz ausgebaut. Noch nicht ganz ausgebaut, okay. Also es ist noch Luft für mehr. Sogar mit moderner Tür. Okay, das ist noch nicht ganz fertig. Okay. Da sollen wir mal. Da lassen wir ihn mal noch ein bisschen. Dass das Gebäude überhaupt da ist, ist schon cool. Oh nein, da oben. Natürlich. Natürlich. Da oben sind die Gäste. Die Gäste sind oben eingenistet. Und da sind auch Gegenstände drin. Wah, wah, wo kommst du her? Alter, Alter, warum? Alter, es ist hell, herrlicher Tag. Warum? Wo kommt der her? Das war ja wohl ein Bug, oder? Diese Tür ist verschlossen gewesen. Zum Glück kein Schaden. Okay, später. Also Vorsicht, Motel. Vorsicht vor dem Motel. Nur mit Bewaffnung. Oder viel Mut. Was ich beides nicht habe. Und da ist bestimmt wieder ein Banditencamp. Da ist so schön mit Bretter. Meine Nase klebt am Monitor, um zu gucken, ob ich irgendwo einen sehe. Es macht so Spaß zu erkunden hier. Es macht es einfach nur megamäßig Spaß. Da brennt was. Da sind bestimmt Banditen. Ich gehe mal hier lang. Und guck mal von der Ferne an. Ich kann das nicht gutheißen, wenn ich da jetzt hingehe. So ganz nah. Steht da einer da hinten? Ja, da steht einer. Nein, 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 meine Freunde, nein. Das kann ich nicht gutheißen. Ach, das ist das. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder? Moment. Ist das das? Wo wir angefangen haben? Haben wir einen Kreis gemacht? Egal, wie auch immer. Ich weiß gerade nicht. Kann sein. Ich bin immer so geflasht. Geh mal einfach mal hier lang. Ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken, wie ich nicht so eine Art lange Folge machen, aber es ist einfach so schön hier rumzulaufen wie in der Welt. Ach, noch ein Camp. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Noch eine Hütte. Das ist doch die Hütte, ne? Genau, das ist unser Camp. Okay, haben wir einen Kreis ge sind wir im Kreis gelaufen. Ja, warum auch nicht? Haben wir uns die Welt mal so schon mal gut angeguckt. Und dann machen wir uns da mal in der nächsten Folge auf. Einfach mal ein bisschen. Kommen wir da hoch?
Nein, natürlich nicht. Natürlich kommen wir da nicht hoch. Warum auch? Wir sind ja nicht Superman. Wir sind nicht Superman, sind nicht Batman. Ich bin nur irgendein Man. Und da ist da, wo wir angefangen haben. Okay, da haben wir angefangen. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Da wollten wir ja sowieso lang zuerst. Da können wir jetzt mal gut hier lang gehen. Und zum Glück noch kein Bär entdeckt. So, dann gehen wir mal hier lang. So als Abschluss. Nur mal gucken, was hier so ist. Ein Turm. Da sind meistens Waffen. Und wahrscheinlich auch Banditen. Ein Aussichtsturm. Mal um die Aussicht zu genießen. Und Bären, natürlich. Ah, nee. Ich hab's gewusst. Mal schnell hoch. In den sicheren. Oh, Alter. Ich liebe das jetzt schon. Die Aussicht. Mega. Mal kurz gucken. Okay. Ah, es ist einfach schön, wieder zurück zu sein. So, klopf, klopf. Ich bin's. Der neue Nachbar. Ah, guck mal. Ein Messer. Huch, wir haben schon eins, okay. Aber wir sind voll. Kann auch sein. Okay, wir können ja mal was trinken. Dann nehmen wir mal eine Dose und trinken mal. Gut, einmal voll getankt. Dann nehmen wir das Messer mal kurz auf und rüsten das mal direkt aus. Hallo? 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 So, geht doch. So, nehmen wir mal das Messer. Packen das mal direkt auf die Main Hand. Ach so, Left Hand, Main Hand. Ah, guck an. Säge auch auf. Kann man die auch? Okay, die Säge geht nicht. Säge geht nicht. Okay, alles klar. Ein Koffer. Ah, eine Pistole! Yeah! Geil! Wir haben. Und das. Ein Colt, Alter! Geile Scheiße! Geile Scheiße, ein Colt! Leck mich verfett am Arsch, ein Colt! Ah, wir sind jetzt nicht mehr ganz verloren. Wir sind nicht mehr ganz verloren. Immerhin haben wir nur. Wir haben zwar nur zwei Schuss dafür, aber immerhin. Geil. Cool. Immerhin, ein Colt. Wie soll ich auf diesen Speicher dann. Ah, guck mal, und ein Rucksack. Ah, geil. Cool. So. Ein Messer. Zack, zack. Und eine Pistole. Reload mit R. Und wir haben 8 Schuss. Doch, damit sollten wir erst einmal uns verteidigen können. Sehr gut. Geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir sollten mal schnell hier weg, bevor der Bär nach Hause kommt. Ich halte das für keine gute Idee. Vorsicht. Pass auf dein Knöchel auf. Wie sieht es eigentlich aus mit Speichern? Einfach so speichern. Geht das? Oh, farbenfroh. Geil. Klappt. Sehr gut. Einfach mal speichern, weil wir jetzt einiges gefunden haben. Dann können wir darauf dann aufbauen. Dann können wir uns mit diesen Sachen dann. Dann brauchen wir nicht alles nochmal neu abzulaufen mit der Pistole. Wir brauchen so eine Menge Komponenten. Ein weiteres Camp. Camp David. Tomatensoße. Lecker. Oh nein. Oh nein, es wird neblig. Es wird nebelig. Oh nein. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Okay, ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt in den Nebel reinlaufen. Und wenn wir halt sterben, dann sterben wir. Dann ist die Folge beendet und dann ist gut, ne? Wir haben jetzt ein bisschen hier erkundet. Dann können wir direkt mal sehen, wie das dann hier im Nebel neu ist. Ob das dann hier. Wie das Feeling ist. Ich denke mal, ich konnte mit der Folge ein bisschen zeigen. Boah, wie das ausschaut, Alter. Wie geil das Gefühl hier ist, hier einfach so. Boah, das ist die Tankstelle wieder, ne?
War da ein Auto eigentlich irgendwo, wo wir uns verstecken können? War hier irgendwo ein Auto? Oh oh. Ich habe ein bisschen Sorge gerade. Wir essen mal kurz etwas. Beeil dich mal, Lars. Kau mal schneller. Der Nebel kommt. Kau schneller. Ja, wenn wir jetzt sterben, ist halt so. Das ist einfach eine Expeditionsfolge. Wir haben ja gespeichert da hinten. Ist so cool, hier im Nebel lang zu laufen auf dem Highway. So, da sind die Banditos. Megamäßig ist das. Mega. Da ist auch noch irgendwas, Alter. Hier ist überall was. Da ist ein Auto. Ah, steig ein, steig ein, steig ein. Steig ein, Alter. Steig doch ein. Steig doch ein. Warum steigt er nicht ein? Alter. Geil. Egal, was soll's. Leute, das war eine kleine erste Expeditionsfolge von Miss Survival. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns mal ein bisschen um, um das Überleben kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Expeditionsfolge. Vielleicht machen wir auch eine kleine weitere Expeditionsfolge, um noch ein bisschen weiter hier zu schauen. Mal sehen. Hier habt ihr, ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr noch eine weitere Expeditionsfolge wollt oder ob ich dann einfach reingehen soll, mich irgendwo niederlassen soll. Mal sehen. Einfach mal reinschreiben, Kommentare. Bleibt nett. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Gamer, ich bin nicht der beste Let's Player. Aber einfach nett bleiben. Und wenn ihr Lust habt, mal einen Daumen nach oben geben. Oder mal ein Abo wäre auch nicht schlecht. Alles kann, nichts muss. Und ja, dann sage ich da mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir uns Miss Survival weiterhin an. Entweder in einer weiteren Expedition oder wenn wir uns hier niederlassen. In der großen neuen Welt, nach dem großen neuen Update. Sehr geil, mega. Besorgt euch das Spiel, wenn ihr das noch nicht habt. Ladet euch das Update runter, spielt es selber. Das Spiel ist mega geil. Ja, Leute, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht vom Nebel holen. Lasst euch nicht vom Nebel holen. Da kommt das Titelbild und hat ein bisschen gedauert. Egal, wir haben auf das Update so lange gewartet, da können wir auch so weit lange noch warten. Early Access Alpha Version 032. Geil. Also mega geil. Ja, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und tschö mit Ö. Macht's gut. Tschüss.